Na, Energy Bridges muss ich noch bauen, ne? Für jeden einen. Muss ich da nicht auf. Nee, warte mal. 2048. Wie viel RF verbrauchen der dann eigentlich? Ach, 2048? Nee. Mehr oder weniger? Keine Ahnung. Steht das nicht dran? Mhm. Oh, ich hab gedacht, hier steht das dran. Ja, doch, es steht dann in der Energy Bridge steht's drin. Mensch. Da steht 0,0 gerade hier bei dieser Energy Bridge. Das ist ja auch Oh, super. endlich! Ruhe! Oh, ist das schön! Oh. Okay, Oh. also. Oh, ist das schön. Oh, ist das toll. Also das mit dem Messfabrikator automatisieren, ich meine, wir brauchen ihn vielleicht nicht mehr. Ja, eigentlich schon. Energy Bridge automatisieren. Vielleicht stellen wir ja doch noch eine Turbine auf, das weiß man nicht. In der. Wie heißt denn das eigentlich, dieses. Ah ja. Energy Bridge, wie macht man die denn? Mache ich die jetzt mit Insulated Gold Kabel, Bedboxen, Tinplate und Diamant, ne? Ja, ist am Was billigsten, würde ich sagen. halt am billigsten. Nein, das ist am einfachsten herzustellen. Ich muss einfach nur sagen, der soll jetzt das so nehmen, wie es ist. Sofort voll, Alter, krass. Und dann kann ich das so machen. Energy Bridge. Also Energy Bridge kann ich schon mal automatisieren. In Code. So, ich kann. Aber das ist leer, das ist leer. Das ist. Ich hoffe, das macht er. Ich hoffe, das macht er. Modul, von was ist denn das? Die Energy Bridge. Power Converters. Und was für ein. Ich nehme jetzt einfach den Tab 4. Ist mir egal, ich nehme jetzt das einfach. So, macht ihr jetzt eine. Energie. So, Moment. Ja, eigentlich brauche ich dafür ja Industrial Craft 2 Sachen, also tue ich jetzt das da rein, weil ich es da brauche. Ma, was war das jetzt? Tinplate ist drin. Bedboxen sind nicht drin. Was sind keine Bedboxen da? Nicht Bed. Wir haben nicht mal eine Bedbox da? Deuterium Whitelist. So. Und dann versendest du jetzt Fluid. Ich hab so Badbox. Gut. Ja. Lalalala. Dann gehen wir mal kurz an den Tank. An den Deuterium-Tank. An den hier, genau. Und dann hauen wir hier mal ein Loch rein. Oh, hier hinten ist ja dunkel. Cool. Was ist denn da los? Badbox, die da. Bitte mir. Ja, so. Dann machst du mir jetzt eine Badbox. So, dann kann ich eine Badbox machen. So, was brauchen wir denn noch? Ich mache jetzt irgendwie nur Automatisierungssachen hier. Diamant haben wir, Tinplatten haben wir, Goldkabel haben wir, würde ich sagen. Ach, so haben wir das hier gemacht. Haben wir? Einmal isoliert. Einmal isoliert. Tin, genau. Jetzt müsste der mir eine Energy Bridge machen. Energy Bridge einmal beginnen, danke. Okay. Alles, was ich jetzt mache, produziere ich vor, tue es reinlegen, so wie ich es produziere und dann ist gut. Funktioniert nämlich nicht. Funktioniert nicht. Kann ich vergessen. Schmeiß ich weg. Tschüss. Geht nicht. Okay, Also. So, Die du RE-Batterien, die. akzeptierst Wie muss jetzt ich. Ich muss die RE-Batterien nur ja reinlegen, ne? So war das, ne? RE-Batterien. Deuterium. Genau. Gut, er akzeptiert nur Deuterium, das heißt, er empfängt und versendet Drei Stück. Fluid Muss meine Rüstung ausziehen. über die Hauptfrequenz Deuterium. Und wir bekommen Deuterium, meine Freunde. Jawohl, ja. Gut, das Ein. wäre also schon mal gemacht. Und noch eine mehr.
Weil die Träume. Ich muss ja einmal den. Die Energy. Muss ich eigentlich nicht. Egal, ich mache. Ich muss die Energy Bridge ja einmal machen. Das heißt, ich muss die Bedbox einmal machen, weil dafür bräuchte ich ja die RE-Batterien. Nein, mit T. Bedbox da. Tin-Kabel. Ich denke mal, ein Tin-Kabel sollte ich herstellen können. Ach so. So, und dann noch die drei E-Batterien da rein. So, jetzt habe ich das. Das kann man hier ausmachen. Dieses stelle ich her. Das da. Holz. Ach, das ist jetzt schon 1% depleted. Wie geht das denn? Und Tin. Ach, weil ich die auf die gleiche Höhe gestellt habe. Ach nee. Was bin ich denn für einer? Kabel. So. Ups. Tin-Kabel. So, jetzt habe ich die Bedbox. So, jetzt habe ich die Bedbox schon mal. Jetzt kann er mir eine Bedbox herstellen. Ach Schön. egal, ich habe jetzt keinen Bock, das umzubauen. Ganz im Ernst, da habe ich jetzt keine Lust drauf. So. Das braucht man nicht mehr, das braucht man nicht mehr. Das braucht man nicht mehr. So. Bedbox. Bed. Nein, Bedbox, mit T, nicht Bedbox. mit D. Ich brauche jetzt Wow. zwei Bedboxen, also noch eine. Und noch eine. Ich bin doof. Ich hoffe, er macht's jetzt. Er macht es. Schön. Oh, wie schön das ist. Ich meine, es ist zwar umständlicher so, aber es geht halt nicht anders. Das finde ich irgendwie blöd. Machst du jetzt immer noch Mass Fabricator? Nein, ich mache mir jetzt eine Energy Bridge, damit die funktioniert. So, Bedboxen habe ich zwei Stück. Kann ich auch nicht stecken. Also drei Stück eigentlich, also Bedboxen. Energy Bridge, bist du nicht? Jetzt brauche ich noch Goldkabel, sind fertig. Tinplatten sind fertig. Bedboxen sind fertig. Okay. Okay, dann macht er mir jetzt mal Goldkabel. Haben wir noch welche? Ich baue noch einen Tesseract. Dann Tesseract. Oh, da ist ja sogar noch einer. Da ist ja krass. Flump. Tinplatten. So. Die Dann hier. läuft das da rein. Ja, weiß ich nicht. Wie viel muss ich denn jetzt machen? Energy. Ich muss eigentlich nur das austauschen. Perfetto. So, da kommt jetzt halt ja das ganze Zeugs raus, ne? So, und jetzt kann ich die Energy Bridge. Soll es ja auch rausnehmen, ne? Energy Bridge. So, jetzt mache ich mir eine Energy Bridge. Jetzt soll es gehen. Oder? Jawohl, ja. Geht's wirklich? Jetzt haben wir hier Tritium. Ja, es funktioniert. Yay, es funktioniert. Ich hab's hinbekommen. Yeah. Du müsstest das bei dem auch machen, aber. Gut, Energy Boost, was brauche ich nochmal und nochmal? Dann noch. Wie heißen die Dinger? Die ich dann noch brauche. F Consumer. F. Ich sollte hier nicht mich so viel von den Neutronen abschießen lassen. Ich habe keinen Bock, jetzt noch zu sterben. F, so. So. Consumer, ne? Ja. Consumer. Okay, da Der gibt's nur. konsumiert nämlich AF und wandelt es in EU um. Producer, aber also man macht muss einen Consumer machen, um einen Producer herzustellen. Genau. Ja, da muss ich zwei. Ah, das ist doch aus. Wenn ich jetzt einen EU-Producer machen will, dann muss ich erst einen Consumer machen, um dann einen Producer herzustellen. Genau. Also doppelt.
Ja, nee, du legst den Konsum, den Produce. Noch du mal legst es einfach in eine ja, Werkbank. weiß. Ja, aber ich will es automatisieren. Warum du das auch immer automatisieren willst? Muss ich dann die Lithium Energy Cell auch erst herstellen, bevor ich sie reinlege, oder? Nee, eigentlich nicht. Weil ganz ehrlich, die Zeit, wo du zum Automatisieren verbrauchst, dann kannst du die Dinge auch behandeln. Es ist mir scheißegal. Ah ja, wirklich? Ja. Krass. Juckt ihn nicht. Ist ihm scheißegal, Leadstone habt ihr gehört? Leadstone Energy Conduit. Können wir die sind die automatisiert? Nee, ne? Was, Redstone Energy Conduit? Nee, Lead. Ja, alle Conduits sind eigentlich okay, gemacht. Okay, das ist gut. Dann kann ich die mir ja hier... Dann kann ich den Consumer... Ich mach jetzt einfach erstmal den EF Consumer. So. Dann brauche ich dies hier. So, da. Zu. Das brauch ich. Das ist ja beides das gleiche. Und dann brauche ich das da. So, dann habe ich das. Das tue ich jetzt einfach mal hier rein. Depleted. 1% depleted. Uranium Fuel Pellet. 1% depleted. So, und jetzt kann ich mir... Ja, genau das passiert, wenn die nämlich jetzt halt hier sich gegenseitig beschießen, die Fuel Cores. Stimmt, die liegt so ein ähnliches Held. So, hier muss er auch noch raus, ne? Ja, haben wir noch nicht gemacht. Zack, 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 zack. Oh Gott. Oh Gott, mal schauen. Die Leadstone Energy Cell, ne? Wegen dem. So, jetzt brauche ich nochmal einen Tesseract. Den kann ich mir gerade mal bestellen. Nein, das wollte ich nicht. Tess. Oh Gott. Genau genommen. Was für Glas wird denn hergestellt? Wird überhaupt Glas hergestellt? Ja, normales Glas halt, ne? Ganz normales Glas, Minecraft-Glas. Ja. Glas, gut, dann kann ich das ja austauschen. Weil der hat nämlich da einfach irgendwas... Lead in Gott. Haben wir von Tinker's Construct, nicht von irgendwas anderem. So, und dann haben wir noch... Nether Lead in Gott. Ja, für den Leadstone Energy Cell brauche ich doch für den... Von Tinker's Construct haben wir Lead Ingot? Ja, nur. 54k. Und Tinker's Construct. Thermal Expansion, meine ich. Thermal Expansion, ich habe da gerade Tinker's. Ich habe wegen dem T habe ich nicht weitergelesen. Und wie macht man jetzt diesen Nether? Was ist denn das hier für ein Scheiß? Das ist auch Lead... Oh, ist mich... oh. Ey, sag mal. Was ist mit dem? Von unten muss ich das dran machen, ist klar. Von unten, nö, anders geht es nicht anders. Nö, sagt er, nö, hab ich keine Lust drauf. Also komplett Lead, das hätten wir auch gleich mal sagen können. Und da komplett Glas und da in der Mitte ein Redstone-Block. Und dann kriege ich eine Lead-Zone-ähnliches Hell-Frame. So. Na, jetzt habe ich das. Jetzt brauche ich noch den. Den Redstone-Block, der ist noch nicht drin, ne? Den mache ich jetzt einfach. So. Haben wir das. Da. Das habe ich, das habe ich noch nicht. Elektrom-Ingot ist auch automatisiert, ne? Oder gibt es ja. Das? Ja, gut, dann. Was? Elektrom? Elektrom, ja. Ja. Gut. Da. Habe ich jetzt alles? Ich hoffe es. Die habe ich alle. Stimmt. Ich oh Gott. Bin ich jetzt erschrocken, ey. Jetzt das passiert, wenn man zu lang neben diesen Dingern steht, neben diesen Irradiation Chambers. Eigentlich müsste man die irgendwie so mit Bleiblöcken abschirmen. Könnte man sogar machen. Ich meine, Blei haben wir ja hier noch. Wie ich das immer sage, ja, das haben wir ja hier noch. Haben wir ja genug. Ich kodiere gerade 1000 Sachen und mache was falsch. Lösch einfach. Egal. So, jetzt haben wir das. Das haben wir auch. Jetzt sollte eigentlich. Jetzt müsste es gehen. Wieso wird denn gerade ein Tesseract gemacht? Weil ich Tesseracts brauche. Wieso wird denn noch ein Energy Crystal gemacht? Kann man ja löschen. So, jetzt wird nichts mehr gemacht.
RF hat dann gemacht. Er hat ihn Was muss gemacht. der noch machen für den Tesseract? Was macht denn der gerade? Der macht jetzt gerade Tesseract-Frame. Handglas. Okay, dann dauert es noch ein Hat er bisschen. nicht? Was hat er nicht? Ja. Ja, Hat er nicht? 1000 Resonant Ender hat er schon. Aber hartes Glas muss er machen. Wo macht denn der das? Induction Smelter. Da Links ist oder nur rechts? Lead Ingot drin, mehr nicht. Hm. Es ist Noch eigentlich nix. normal, lass den mal. So, jetzt hab ich. RF, den RF-Konsumer habe ich jetzt. Dann müsste der nämlich noch Dingsbums machen, es sei denn, da hat sich jetzt was gebackt. Und dann habe ich den Energiebridge, habe ich einmal. Genau, jetzt habe ich die beiden schon mal gemacht. Und jetzt brauche ich noch den Ich lasse es jetzt so EU. stehen. So, pass auf, wir schalten mal den Tesseract an. EU Producer, ne? EULV Producer, ne. HV Producer. Sending Fluid. Ne, Auf Moment. Hauptfrequenz A. EUEV Producer muss ich machen, ne? Also der Der Konsumer. mit 2048. Ja, also. Iron Plate haben wir, Insulated HV-Kabel haben wir, HV-Transformer haben wir den auch, ja. Da haben wir doch alles. Also ich nicht da drin, ne? Den Consumer, ja. Gut. Ich kann ja nochmal nachgucken. Oh. Alter, gib dir mal, wie viel Deuterium wir schon haben. Das muss ich nur irgendwie Jetzt ist die Frage, egal, ich der stecke es jetzt Tank einfach kommen. rein. Tank, kill it! EU. Beginn. Ach ja, das waren damals noch schöne Zeiten, ne? Ah, die Advanced AE Batterie gedude. Ne, was sag ich mal? Warum macht denn der die nicht? Die braucht er doch gar nicht. Wegen den HV-Transformer. MV? Ne, MV-Transformer? LV? HV haben wir doch. Wieso macht denn der den nicht? Muss ich den erst. Okay. Ja. Ah, das ist so ein Scheiß hier, weißt du das? Ich muss jetzt einen HV-Transformer machen, einen automatisiert. So, ich bin gerade ziemlich ruhig. Ich überlege nämlich gerade nur ein bisschen. Dann dauert das denn? Der macht die RE-Batterie vom HV-Transformer macht er nicht. Wirklich Automatisch, nicht? nein. Die RE-Batterie vom HV-Transformer? Ja, advanced. Ja, die macht er nicht. Ich weiß Warum nicht nicht? warum. Ich hab's auch schon wie mit der Och RE-Batterie nee. gemacht, aber es ging nicht. Och nee. Da hat er gesagt, Wieso nö, habe ich es mach dann ich nicht. gelöscht? Da hättest du wieder gleich sagen können. Hab ich dir doch schon mal gesagt. Ja, mit aber nicht mit Advanced, mit der AE. Ja, mit der Advanced habe ich es dir auch gesagt, wo ich dir das mit der RE gesagt Jetzt habe. habe ich eine gemacht und trotzdem macht das nicht. Wisst ihr, bei Marcel ist es so, wenn man es ihm einmal sagt, dann vergisst das. Und wenn man es ihm mehrmals sagt, dann vergisst das nicht und meckert einen an, man hat es ihm zu oft gesagt. Ja. Also, wie man es macht, Jetzt ist es habe ich schon eine falsch. Advanced RE Batterie, aber macht trotzdem keinen HV-Transformer. Also, soll er mich jetzt anmeckern, ist mir egal. Nee, ich meine, ich habe doch jetzt eine RE Batterie. Warum macht er dann keinen HV-Transformer? Weiß ich doch nicht. Jetzt macht er einen. Toll. Frag Ach, den komm doch, vielleicht schon. sagt das dir. Also muss ich jetzt erst hier RE Batterie. Das ist doch. Jetzt. Mann, du musst das nochmal encoden. So, dann machst du mir jetzt nochmal einen EU-Konsumer. So. Sollte er ja eigentlich durch. Oder auch. EU. Da. Okay, hab die Energy Bridge erfolgreich nicht automatisiert. So, jetzt habe ich das und was weiter? Aber ich habe jetzt die Messfabrikate, habe ich schon aufgestellt. 9. Jetzt habe ich eine Bridge von 5. 4 von 4 von 4. Also mache ich jetzt einfach die 4 viermal die Mess
Advanced mache ich jetzt einfach 4. Achso, Consumer, den muss ich ja jetzt noch im Producer ändern, ne? Was weißt du nicht? Ja.